Senftenberg ist Mitte September Gastgeber des nunmehr 30. Landesschützentages. Dazu erwartet werden mehrere hundert Teilnehmer auf dem Briesker Markt und in der Kaiserkrone. Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister Andreas Friedrich. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir gastgebende Stadt des 30. Landesschützentages hier in Senftenberg sein dürfen. Ich denke, es ist ein tolles Event für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Region, aber natürlich auch ein interessanter Tag für die Schützen, die aus dem ganzen Land und aus der Bundesrepublik kommen und hier als Gast mit eingeladen sind. Und ich freue mich einfach auf einen ganz tollen Tag in Brieske, wo es stattfinden wird. Und Sie werden sich auch mal versuchen? Selbstverständlich werde ich mich auch mal versuchen. Zum Landesschützentag eingeladen hat der Brandenburgische Schützenbund. Der eingetragene Verein ist im Landessportbund organisiert und hat sich unter anderem dem Sportschießen verschrieben. Dazu Präsident Dr. Gerd-Dieter Andreas. Der Brandenburgische Schützenbund ist der Fachverband Sportschießen und Bogenschießen im Landessportbund Brandenburg. Wir haben so circa zurzeit 12.500 Mitglieder. Das ist eine stattliche Zahl für uns, aber im Kontext der 20 Landesverbände des Deutschen Schützenbundes gehören wir damit zu den kleinsten Landesverbänden nach Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Und diese 12.500 Schützen sind in ca. 280 Vereinen organisiert. Diese Vereine sind dann eingebunden in die sogenannten Schützenkreise, die auf der kommunalen Ebene faktisch wie organisiert sind. Ja, also jeder Kreis hat da mehr oder weniger seinen Schützenkreis. Gibt es sportliche Erfolge zu vermelden, wenn Sie sagen, dass es Sportschießen im Vordergrund steht? Natürlich, ich könnte jetzt, sage ich mal, das ist für mich natürlich jetzt schwer. Der Brandenburgische Schützenbund ist ja als Fachverband, wie gesagt, im Landessportbund, gehört er auch zu denen, die olympischen Disziplinen beschicken. Und darauf sind wir natürlich besonders stolz, dass zu unseren Sportlern, zu unseren Sportschützen im Verband auch Olympiasieger, Europameister, Weltmeister in den verschiedensten Bereichen gehören. Und deutsche Meister selbstverständlich, das ist schon sozusagen die Normalität. Aber da sind wir jetzt, hatte ich ja vorhin auch schon mal in der Pressekonferenz deutlich gemacht, wir stehen vor den deutschen Meisterschaften und erhoffen uns da natürlich auch wieder, dass Brandenburger Sportschützinnen und Sportschützen erfolgreich sein werden. Und vielleicht können wir dann zum Landesschützentag das eine oder andere Ergebnis auch öffentlich schon mal sagen. Ausrichter des 30. Landesschützentages ist der Kreisschützenbund Oberspreewald-Lausitz. Kreisschützenmeister Lothar Engler verrät die Details. Also der Landesschützentag ist sozusagen in drei Teilen geteilt. Einmal ist es der große Schützenappell auf dem Marktplatz in Brieske. Zum zweiten ist es die Delegiertenkonferenz der Delegierten aus Brandenburg. Und zum dritten ist es dann das Kreisschützenfest im Konzertgarten in Brieske. Können wir ein bisschen detaillierter über dieses Kreisschützenfest sprechen? Können da die Menschen, die Besucher was erleben? Also erstmal können die Besucher schon viel erleben beim Appell. Denn da werden etliche Kanonen da sein, da wird der Bergarbeiterchor und der Männergesangsverein auftreten aus Ruhland und die Magerfanfaren. Und anschließend werden wir dort für Spaß und Spiel sorgen, gute Versorgung, vom Erbseneintopf bis zum Kaffee und Kuchen. Aber auch die Leute haben die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, indem sie Pfeil und Bogen schießen können, indem sie Lichtpunkt schießen können. Und der Highlight wird ein Schießkino sein. Wie viele Gäste erwarten Sie? Also wir rechnen zwischen 400 und 500 Schützen und ich denke mal, das ist ja noch Urlauberzeit. Ich denke, die Senftenberger sind sehr interessiert an solche Veranstaltungen auch. Das haben wir die Veranstaltungen der Vergangenheit gezeigt, dass wir schon mit einer großen Anzahl rechnen. Der Landesschützentag 2019 beginnt am 14. September um 10 Uhr auf dem Briesker Markt.